So, Freunde, wir sind wieder da. Wir fahren jetzt eine Runde Aufzug. Ich hoffe, dass jetzt alle mitkommen. Ja. Das war hier eine aufregende Frage. Mach ihr mal. Okay. Dein Leben. Oh nein. Oh, gut, dass ich den kaputt gemacht habe. Waffen, Waffen, Waffen! Mann, da sind noch mehr! Da hinten kommt unser Schneider! Nimmt euch auch nochmal ein Ende. Boah, da sind sie endlich. Danke, Tuvok. Wir hätten es nicht mehr viel länger aushalten können. Haben es die anderen an Bord geschafft? Ja, die Verteidigungssysteme haben nicht gefeuert. Captain Janeway, Chakotay und andere haben mehrere Decks betreten. Gut, jetzt müssen wir den Generator finden und abschalten. Monroe! Er ist tot. Tot? Nein. Das kann nicht sein. Er hat uns alle gerettet. Das Wohl von vielen überwiegt die Bedürfnisse des Einzelnen. Mr. Beastman hat das verstanden. Wir werden ihn vermissen. Aber wir müssen mit unserer Operation fortfahren. Tja. Die Sensorenscans ergeben, dass der Generator auf der untersten Ebene ist. Wir teilen uns in Gruppen auf und versuchen, einen Weg hinunterzufinden, um ihn zu zerstören. Mr. Chell, Miss Murphy, ich werde auf Ihre Talente nicht verzichten können. Ja, Sir. Ja, Sir. Gut. Chang, Juro, Sie kommen mit mir. Wir sollten einen Kommunikationskanal für den Rest der Mission offen halten. Gehen wir. Na super. Wo bin ich jetzt? Ich muss mich hier erstmal jetzt aufladen. Das ist viel wichtiger. So, haben wir hier sonst noch was? Das ist Lehen, das brauche ich nicht. Lokalisieren Sie den Tran. Ja, okay. Hey, 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 hey! Ach so, ich muss hier. Okay. Okay. Na gut, Freunde. Ach nein. Gehen wir. Die Übermacht. Das hört sich nicht gut an. Chakotay am Captain. Wir hängen hier fest. Halten Sie durch, Commander. Wir sind auf dem Weg. Oh mein Gott, was ist das? Ah.
Wer sind die? Ich kann sie nicht lesen. Sie müssen von meinen telepathischen Fähigkeiten abgeschirmt sein. Na toll. Vorsicht! Zu sagen, dass sie gefährlich sind. Hallo? Der Schacht, er ist voll von diesen Monstern. Es müssen Tausende in den Wänden sein. Das muss so etwas wie eine Inkubationskammer sein. Das ist eine ganze Armee von den Dingern. Für so etwas wie eine Invasion. Hier gibt es genug, um einen ganzen Planeten zu zerstören. Ein Planeten, sondern eine ganze Galaxie. Diese Reaver sind die ultimativen Killermaschinen. Wir haben tausende von euren Jahren damit zugebracht, Spezies von überall aus der Galaxie zu entführen. Unsere Sonden haben Welten gefunden, von deren Existenz eure Föderation nicht einmal träumen würde. Wir haben alle Spezies untersucht, seziert und ihre DNA modifiziert. Wir haben die ultimative Kriegerrasse geschaffen. Ihr und eure gesamte Galaxie werdet den Vorsum dienen. Nein! Wir werden sie aufhalten. Bedauernswerte Kreaturen. Für die Vorsort seid ihr nichts weiter als eine Plage. Eine Belästigung, die man zerquetschen sollte wie... Wie? Was ist geschehen? Wir Betazoiden sind Telepathen. Ich konnte seine Stimme ablocken, jedenfalls für kurze Zeit. Sind Sie in Ordnung? Ja, ich... Es hat nur viel Kraft gekostet. Es geht mir gleich wieder gut. Tuvok, hier spricht Monroe. Wir haben den Hauptschacht gefunden und hatten gerade so etwas wie Kontakt mit dem Wesen, das die Station anscheinend kontrolliert. Ja, Fenrich, wir haben die gleiche Botschaft erhalten. Wir erholen uns gerade noch davon. Sie erschaffen eine Armee von Drohnen. Sie sind wie die Borg. Korrektur. Die Borg suchen nur nach Perfektion. Diese Vorsut versuchen, alle geringeren Wesen zu vernichten und ganze Galaxien zu dominieren. Sogar noch schlimmer als die Borg. Sir, wir können nicht einfach nur den Generator abschalten. Wir müssen die gesamte Station zerstören. Ich stimme zu, Fenrich. Meine Teams werden damit anfangen, Sprengladungen anzubringen. Bewegen Sie sich mit Ihrer Mannschaft weiter den Schacht hinunter zum Generator. Sie müssen ihn zerstören, bevor wir die Detonationspacks zur Explosion bringen. Die Voyager kann dann die Region vor der Explosion verlassen. Verstanden. Monroe, Ende. Eieiei. Okay. Ach, war klar. Mach es los! Okay. Ja, und, jetzt ist aber gut hier. Und wir bewegen uns so langsam auch aufs große Finale zu. Das weiß ich schon mal. So, da sind wir auch nochmal voll. So, dann müssen wir hier lang. Das war nicht intelligent. Ach, diese Waffe. Die ist echt scheiße. Also dieser Photonenwerfer ist keine sehr gute Nahkampfwaffe. Das hätte ich jetzt hier auch machen können. Hier gerade gefeuert. Ah!
Sir, ich habe die letzten Sprengladungen angebracht. In Deckung. Wir müssen hier raus. Ich hole eines der Shuttles. Bleiben Sie am Ball, Turok. Sieht hier wieder Schacht aus. Nach unten, das habe ich aber jetzt gesehen. Wow. Alles klar. Sieht aus wie eine Art unsichtbares Flugfeld auf dem Boden. Ja, aber es ist fragmentiert. Da sind überall Löcher. Es muss ein Muster darin zu finden sein. Oh nein. Dass Chell nicht hier war. Er hätte dann seinen Schutzanzug wechseln müssen. Wie dann aussieht. Oh, angekommen. So, Freunde, und ich sehe, die Zeit ist auch schon wieder rum. Wir sehen uns im nächsten Teil. Bis dahin, NRW 18. Adieu.